Entschuldigung, was machen Sie in meinem Badezimmer? Können Sie mir mal bitte aus meinem Badezimmer verschwinden? Pass mal. Warst du duschen? Ich gehe gerade duschen hier. Ja. Einen wunderschönen guten Tag, ja, komm rein. Ich bereite dir gerade alles vor. Heute zu einem neuen Video der Firma Audi. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr hattet einen angenehmen Tag und auch einen angenehmen Tag gestern. Wie man sehen kann, fülle ich gerade zwei Eimer mit Wasser. Kannst du da bitte mal krasse Musik hinterlegen? Warum mache ich das? Und zwar, wir haben ein neues Projekt. Wir haben uns ein Zweirad geholt. Ihr habt bei Insta gesagt, wir müssen mal ein kleines Zweiradprojekt machen. Ich habe danach schon sehr, sehr lange gesucht. Deswegen habe ich gesagt, okay, komm, wir binden das einfach bei uns auf dem YouTube-Kanal ein. Ich glaube, das ist eine lustige Nummer. Das wird natürlich so ein bisschen just for fun. Und zwar, kurze Vorgeschichte. Ich habe mir, also früher, so mit 16, 17, sind wir früher mal Vespa gefahren. Vespa PX80, PK50, also die ganz alten Dinger, schön Dreigang- oder Viergang-Handschalter. Jetzt ist es so gewesen, dass ich schon seit zig Jahren mir eine 50N oder 50N Special holen wollte. Da habe ich schon super lang nach gesucht, aber leider sind die Preise dementsprechend auch extrem gestiegen. Und ich war nie bereit, 4.000, 5.000 Euro für so eine alte Vespa auszugeben. Die hat man früher viel, viel günstiger bekommen. Jetzt ist das leider nicht mehr so, jetzt sind die sehr teuer geworden. Lustigerweise, genau wo ihr Insta-Story gemacht habt, oder wo ich das gemacht habe und ihr gesagt habt, macht da mal Zweirad, haben sich echt viele Leute gemeldet und es hat sich unser Schreiner gemeldet, der quasi unsere ganze T-Konsole hier gebaut hat und sagt, hör mal, ich kenne da jemanden, der hat so eine Karre noch schon seit, ich glaube seit 2003, unangepackt bei sich in der Garage, verstaubt, zugemüllt, die könntest du eventuell kaufen. Ja, und so ist es gekommen. Wir haben uns auf einen echt sehr fairen, sehr guten Preis geeinigt. Deswegen habe ich mir das Ding gekauft. Ich habe gedacht, das ist lustig für euch. Jetzt müssen wir aber das Gerät, also wir machen jetzt erstmal ein Check-up. Ne? Wir müssen jetzt erstmal gucken, was für ein Zustand ist das. Springt das Teil überhaupt an? Was, wie, also keine Ahnung. Das Gute daran ist aber, sehe ich gerade, der Sandro. Sandro, du bist ein bisschen erfahren mit den Geräten, oder? Ja, ich bin im Thema. Ja, ne? Du bist drin, ne? Du bist auch ein alter Vespa-Liebhaber, oder? Du alter Italiener, ne? Ja. Oder? Ja, da lang. Komm, wir gehen da hinten raus. Ich kann ein bisschen Schultertraining machen hier. Heißt, du kannst auch mit mir an dem Ding schrauben, ne? Weil ich alleine, das macht gar keinen Sinn am Ende des Tages. Das bekommen wir hin. Und vor allen Dingen, das Ding muss auch ein bisschen verrückt werden, ne? Da müssen wir echt ein bisschen Spaß mit haben. Das muss auch komplett neu lackiert werden, auseinandergerissen. Also wirklich die ganz große Nummer. Willst du neu lackieren? Ja, ich glaube schon. Also wir gucken jetzt mal. Ich hole das Ding jetzt mal raus. Dann putzen wir das Ding mal ganz kurz. Dann bekommt ihr so ein kleines Pörnchen von dem Gerät. Und dann unterhalten wir uns später mal, was wir mit dem Gerät wirklich vorhaben. Vielleicht gucken wir mal, ob das anspringt. Ich weiß es gar nicht. Das sehen wir jetzt gleich. So. Also, bis gleich. Ich glaube tatsächlich, dass wir das Gerät gar nicht angeschmissen bekommen. Also wir probieren das jetzt mal. Die ganze Zündanheit hier ist wohl mal neu gemacht worden. Aber wenn man das schon hört, wie das Ding durchdreht, dann glaube ich tatsächlich, ist da glaube ich nichts mehr mit. Ich glaube, aus dem Ding kriegen wir gar nichts mehr raus. Was bei den übrigens bei den Rollern auch früher immer echt so eine Katastrophe war, wenn die Schuhe zu rutschig waren und man abgerutscht ist, ist man immer hier mit der Wade entlang. Und das hat immer, ich habe immer Panik, das zu machen, weil ich früher schon wusste, dass ich mir auf jeden Fall weh tue. Das ist mir so oft passiert auch. Ja, ne? Das ist echt krass. Ja, wie ihr seht, angeschmissen bekommen wir das Ding leider nicht mehr. Ich denke mal, dass wir jetzt als allererstes mal den Motor aufmachen, oder Sandro? Dass wir uns das mal angucken. Ja. Ich würde die auch gerne restaurieren, weil folgender Grund, das hat für mich auch nichts mehr mit Patina zu tun, was hier an dem Gerät ist. Hier ist mal gespachtelt worden, hier haben wir irgendwelche Löcher drin, keine originalen Rückleuchten. Das ist auch sehr, sehr bäulig alles. Also ich würde jetzt als allererstes, glaube ich, erst Technik in Ordnung bringen. Bedeutet
einmal den Motor aufmachen und dann machen wir den aber auch direkt ordentlich. Ja. Dann würde ich, oder wir haben uns überlegt, dass wir auf 102 Kubik gehen, dass wir vielleicht 102 Kubik Polini aufbauen, komplett den Motor, das Getriebe uns mal angucken, weil das auch ein bisschen am Tropfen ist. Und dann auch von ja, Polini, das haben wir früher auch immer schon gemacht, dann so eine Banane drunter schmeißen, die sieht noch relativ seriennah aus. Wobei ich vom Polini-Zylinder weggehen würde. Ja? Ja, weil zum Beispiel ich habe bei mir den 102 Pinasco drauf, ja. Ist die Marke, und der ist komplett aus Aluminium. Oh geil. Und der ist sowas von zäh, der läuft einfach super und immer top, egal wann man die anschmeißen will, die springt an. Cool. Was man auch zeigen kann, hier drunter, da kommen wir auf die andere Seite. Man sieht ja jetzt, wie hier quasi der Auspuff sitzt. Ich würde den ja so bauen, oder ich würde den nehmen, quasi Banane, die sitzt dann hier unten rechts raus, ne? Ja. Das heißt, du hast die hier vorne im Kasten. Ja, hier sieht man auch schon, dass die gut weggerostet ist, das muss auch neu gemacht werden. An sich ist aber sonst der Zustand, finde ich, ganz gut. Also ich muss sagen, ich finde hier vom Rost sonst, ist die echt in Ordnung. Ja. Ja gut, Blinker, keine Ahnung, das muss auch mal alles neu gemacht werden. Weil das ist jetzt die braucht man sowieso nicht mehr. Ja. Ne? Die braucht man sowieso nicht. Ich muss aber sagen, ich finde die extrem schön. Ja? Ja, mir gefallen die. Ich finde die cool. Ich würde die auch gerne beibehalten. Ich würde jetzt auch gar nichts großartig daran ändern. Auch Schutzblech würde ich nicht ändern. Nee. Das, was mir im Kopf vorschwebt, ist auf jeden Fall eine Farbe, die sehr, sehr dem Käfer ähnlich kommt. Mhm. Also entweder würde ich die in Mint machen oder halt in so einem Creme-Weiß würde ich die machen. Das wären so meine zwei Farben, die ich auswählen würde. Und auch diese ganzen Chromteile neu. Und was ich mir überlegt habe, ich habe mit dem Matthias Kretzer schon gesprochen, ob wir uns was bauen lassen. Heißt, wenn ich die tatsächlich Mint mache, würde ich die 1:1 wie den Käfer machen. Die Betten würde ich polieren lassen von dem und ich würde den mittleren Stern, also die Bremse, ne, ist ja die Trommel hier drunter, würde ich dann in Elfenbein lackieren lassen. Glaube ich, ganz geil. Weißwandreifen noch drauf, habe ich gesehen, gibt es richtig coole davon. Also es gibt schon richtig viel geiles Zeug dazu. Und dass man die so ein bisschen, ja, so ein bisschen klassi macht. Auch das hier, das würde ich auch am liebsten also einmal neu und das auch schön verchromen lassen. Das finde ich halt sehr, sehr schön. Das ist halt Plastik. Ja, aber das gibt's ja, das kann man sich bestimmt auch, gibt's auch als Chrompart. Gibt's wahrscheinlich schon. Ja, ja. Das würde ich schon gerne, also weil das finde ich halt ein bisschen schäbig, ne? Ja, Leute, bei dem Thema seid ihr natürlich gefragt. Habt ihr Bock, das Thema ein bisschen zu begleiten? Interessiert euch das überhaupt? Schreibt mir das mal bitte in die Kommentare, weil nur dann macht es auch Sinn, YouTube-Videos darüber zu machen. Ich habe überlegt, ich mache das jetzt einfach mal, ein Video, um euch das zu zeigen. Das Teil habe ich mir auch privat gekauft. Das hat eigentlich auch gar nicht so viel was mit Hautdieb zu tun. Ich habe halt lange danach gesucht, habe da tierisch Bock drauf. Und deswegen würde ich euch da gerne auf die Reise mitnehmen, weil das ist schon, also gerade wieder so ein altes Teil, da habe ich richtig, da stecke ich halt mit Herz und Seele drin. Erinnert mich voll an meine Kindheit. Ja, haut das mal in die Kommentare, wenn ihr Bock drauf habt, dann nehmen wir euch auf jeden Fall auf die lustige Reise mit diesem geilen Moped mit. Ich werde mit dem Sandro, glaube ich, den einen oder anderen Abend hier dran schrauben. Das ist ein super Winterprojekt jetzt noch zusätzlich, ne? Wir haben jetzt die Werkstatt, da können wir super die Sachen auseinandernehmen. Ist, glaube ich, auch nicht so aufwendig, so einen Motor mal zu machen. Ich glaube, da bist du besser im Thema, Sandro, ne? Deswegen, ja, haut in die Kommentare, euch noch einen schönen Tag und ich würde sagen, ja, bis nächstes Mal. Ciao!